Das Fraunhofer-Institut für Gießerei, Komposit und Verarbeitungstechnik existiert in seiner heutigen Form seit 2016. Am Standort Augsburg wird additive Fertigung bereits seit den 1990er Jahren beforscht. Am Fraunhofer IGCV sind etwa 160 wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt, 30 davon in der additiven Fertigung. Im Bereich der Verarbeitungstechnik befassen wir uns überwiegend mit dem Metall-3D-Druck, bei dem wir verschiedene metallische Werkstoffe in Form bringen durch die Nutzung von Laserstrahlschmelztechnologie, Kaltgasspritzen und weiterer Techniken. Als Institut betreiben wir eines der größten Labore für additive Fertigung, das AM-Lab Augsburg. Additive Fertigung wird seit jeher mit Funktionsintegration in Verbindung gebracht, wobei wir Funktionsintegration bisher immer eher als reinen Leichtbau betrachtet haben. Eines der größten Forschungsgebiete hier im Fraunhofer IGCV im Bereich der additiven Fertigung ist die Multimaterialverarbeitung, mit der wir uns auch im Bereich des Multimaterialzentrums Augsburg beschäftigen. Heute im Rahmen der Multimaterialverarbeitung kombinieren wir verschiedene Werkstoffe, die bestimmte Eigenschaften mitbringen, um dann auch mehrere Funktionen in einem Bauteil zu vereinen. Wir können aktuell 2, 3 perspektivisch, aber so viele Werkstoffe, wie wir möchten, in einem Prozess verarbeiten und diese auch in einer Ebene unterschiedlich anordnen. Wir können sozusagen die Eigenschaften, die relevant sind, an die Stelle im Bauteil bringen, wo wir sie benötigen. Aktuell gibt es auf der Welt 4 Hardware-Anpassungen, die in der Lage sind, mehrere Werkstoffe gleichzeitig in einer Anlage zu verarbeiten. Alle werden hier im IGCV beforscht. Einen haben wir erfunden und entwickelt. Und das ist ein Auftragsmechanismus mit einem Absaugmodul, wo die Werkstoffe einzeln aufgetragen, verfestigt, wieder abgetragen und dann der nächste Werkstoff aufgetragen werden. Eine Möglichkeit, wie wir Multimaterialverarbeitung betreiben können, ist mit Hilfe eines Bauteils, das hier aus einem Stahl gefertigt wird, der also die tragende Funktion am Bauteil hat, in Kombination mit einer Kupferlegierung, die in dem Fall für die ideale Wärmeabführung zuständig ist. Hier wären wir jetzt in dem Fall im Bereich der Raumfahrt bzw. der Raumfahrtantriebe, wobei wir uns ähnliche Entwicklungen ganz klar auch im Bereich der Elektromobilität, also sowohl im Elektromotor als auch weitergedacht dann im Bereich der Batteriesysteme für elektrische Mobilität vorstellen können. Andere Anwendungsfälle beispielsweise kommen aus der Medizintechnik, wo wir die Biokompatibilität von Werkstoffen durch gezielten Einsatz von hochbiokompatiblen Werkstoffen verbessern können. Neben der Multimaterialverarbeitung bietet die Sensorintegration eine weitere Möglichkeit zur Integration von Funktionen in entsprechende Komponenten und Bauteile. Wir integrieren Sensoren während dem additiven Fertigungsprozess automatisiert und können die integrierten Sensoren mit additiv gefertigten Leiterbahnen kombinieren und ankontaktieren. Die Vorteile der Sensorintegration während der additiven Fertigung sind, dass ich Sensoren an jedem Punkt im Bauteil montieren kann und der Sensor ist anschließend nach der Fertigung komplett gekapselt von der Umwelt, also geschützt. Das ist beispielsweise interessant für Medizintechnikanwendungen oder wenn ich die Bauteilkontur nicht verändern möchte. Wir können Kraftsensoren integrieren, wie Dehnungsmessstreifen, Beschleunigungssensoren, aber auch RFID-Tags, die durch Metall senden können. Wir bekommen industrieseitig immer häufiger die Anfrage, wie Sensoren in Werkzeuge, in Greifer beispielsweise integriert werden können. Zukünftig erwarten wir, dass dieser Trend noch weiter ansteigt und ja, Komponenten in der Zukunft immer mehr sensoriert werden. Im Bereich der Prozessüberwachung nutzen wir Kameratechnologien, auch mit einer aktiven Anregung für Thermografiebilder und mit einer Verknüpfung mit akustischen Sensoren, um in einem Sensor-Fusion-Ansatz über die Verknüpfung von vielen Datenmengen eine Qualitätsaussage von Bauteilen zu treffen und wollen damit im Gegensatz zur Industrie nicht nur hochpreisige Systeme benchmarken, sondern auch kostengünstige Sensoren entwickeln, um damit auch Nachrüstlösungen für die Industrie und für die Anwendungen in den Markt zu bringen. Wir adressieren die gesamte Prozesskette im Laserstrahlschmelzen. Das heißt, durch eine Qualitätssicherung im Prozess können wir eine Qualitätsaussage treffen, die wir später in der Prozesskette nicht mehr überprüfen müssen, zum Beispiel über kostenintensive Computertomographprüfungen der Bauteile. Und damit leisten wir auch einen Beitrag zur Zulassung in sicherheitskritischen Branchen, wie zum Beispiel Rail, Automotive oder auch der Luft- und Raumfahrt. Im Vergleich zu schweißenden Prozessen wird beim Kaltgasspritzen das Metallpulver auf Überschallgeschwindigkeit beschleunigt, trifft dann auf das Substrat, verformt sich plastisch und dadurch bekommen wir einen Materialauftrag. Ein Vorteil des Kaltgasspritzens sind die hohen Bauraten. Gleichzeitig ist es möglich, unterschiedliche Materialien zu kombinieren, weil wir einen reduzierten Wärmeeintrag in das Bauteil haben.
Zudem eignet sich das Kaltgasspritzen hervorragend für die Sensorintegration oder für die Herstellung hohler Strukturen, zum Beispiel zur Herstellung von Kühlkanälen in großen Werkzeugen. Wir sind einer der wenigen Standorte in Deutschland, die dieses Verfahren in die AM-Technologie überführen möchten. Für unsere Arbeit in der additiven Fertigung steht uns eine wirklich hervorragende Ausstattung zur Verfügung. Wir verfügen im Schulterschluss mit unserem Partner über 16 industrierelevante Anlagen, mit denen wir unsere Forschung betreiben können. Eine besondere Stärke bei uns darin, dass wir Anlagen, die am Markt verfügbar sind, nochmal auf die Applikation spezifisch feintunen und da das Maximum rausholen. Und das dann nicht nur begrenzt auf eine Maschine oder den Rohstoff, sondern entlang der gesamten Kette. Unsere Kunden kommen überwiegend aus der Luft- und Raumfahrt, dem Automobilbau und dem General Engineering, dem allgemeinen Maschinen- und Anlagenbau. Umfassende Beratung spielt für unsere Kunden in aller Regel eine wichtige Rolle und ist oft der Einstieg in eine langjährige Kundenbeziehung. Dabei sehe ich es als unsere besondere Stärke an, dass wir die Kunden begleiten von der Auswahl des richtigen Rohmaterials bis hin zum qualifizierten Bauteil in zertifizierten Branchen. Idealerweise versuchen wir, ganzheitliche Lösungen anzubieten.